Fremdsprachen. Ihr seid ja viel rumgekommen in der Welt. Na klar. Deswegen sprecht ihr vielleicht nicht viele Sprachen, aber ihr habt bestimmt schon mal irgendwie was gehört und ist vielleicht noch was hängen geblieben, egal ob jetzt bei den Hilfsprojekten oder ja, in, du warst auf Haiti, glaube ich mal, ja. Und du ja in Peru. Also vielleicht ist irgendwas hängen geblieben. Hier die genauen Spielregeln. Ich lese euch immer ein Wort in verschiedenen Fremdsprachen vor. Ihr seht die Wörter auch, weil ich werde wahrscheinlich die jedes Mal falsch aussprechen. Ich gebe mir aber natürlich Mühe. Ihr müsst mir dann sagen, wie die deutsche Übersetzung dieses Wortes lautet. Okay. Wer drückt, hat dann 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Wie immer gilt die erste Antwort. Ist es richtig, gibt es einen Punkt. Bei falscher Antwort bekommt die Gegnerin einen Punkt. Nach 11 Aufgaben gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Und der hat dann auch das Spiel gewonnen. Bei Gleichstand entscheidet die nächste Frage. Also bitte nochmal, auch zu Hause, mich bitte nicht festnageln, ob ich das richtig ausspreche. Ich gebe mir natürlich Mühe, aber ich habe ja schon mit der deutschen Sprache, was Grammatik zum Beispiel angeht, tierische Schwierigkeiten. Wie soll das denn da mit den anderen Sprachen funktionieren? Wir haben ein Beispiel. Ah gut, ich hätte nämlich auch eine Frage, aber vielleicht klärt sich das dann. Okay, dann machen wir gucken erstmal das Beispiel an und dann klären wir noch weitere Fragen. Wenn es geht, Hand auf den Buzzer, weil es geht ja einen Tick auch um Schnelligkeit. So. Hier haben wir zum Beispiel ein Wort, das heißt auf Lettisch Jurmala. Ja. Auf Finnisch Ranta. Polnisch Plaja. Auf Französisch Plage. Achso, Strand. Janine. Strand. Sagt Strand. Wir hätten noch Spanisch gehabt, Playa, und Englisch Beach, und es ist der Strand. Dann nehmen wir das doch direkt schon. Nein, gibt leider keinen Punkt, weil nur ein Beispiel. Jetzt noch eine Frage oder hat sich das geklärt? Ja, also angenommen, einer von uns beiden, also Jeanette drückt, ist vielleicht nicht richtig, dann könnte ich quasi... Nee, du bekommst eh den Punkt, weil es falsch ist und das Wort ist raus. Achso, dann ist raus, okay. Also es gibt hier keine Doppelpunkte. Ah ja, alles klar. Okay, aber ansonsten verstanden? Jo. Yes. Okay, dann hier das erste Wort und wir suchen das Deutsche dazu. Auf Slowakisch Jar. Niederländisch Lente. Slowenisch Pomlad. Rumänisch Primavera. Luxemburgisch Frayeur. Französisch Printemps. Englisch Spring. Ja, Frühling. Und Janine sagt... Ich war gerade, ich wollte es nicht riskieren gerade, aber... Schweizerdeutsch Frühling. Und es ist der Frühling. Sehr gut. Punkt für Janine Ullmann, den ersten in diesem Spiel. Hier das nächste Wort. Auf Estnisch King. Rumänisch Pantoff. Polnisch But. Gut. Italienisch Scarpa. Norwegisch Sko. Portugiesisch Zapato. Zapato. Französisch Chaussure. Luxemburgisch Chong. Das war der letzte. Jeanette? Schuhe. Was? Schuhe? Schuh ist richtig. Ach, Schuh.
1:1. Bisschen riskiert gerade, oder? Nee, Portugiesisch, Sapato. Und das ist ja nicht weit weg vom Spanischen. Da heißen Schuhe auch Sapato. Ja. Und da irgendwie abgeleitet. Warum da noch nicht gedrückt? Weil ich noch mich nicht getraut habe. Aber sehr gut, 1:1. Sehr gut. Hier die nächsten Wörter. Wir suchen die deutsche, das deutsche Wort dazu. Kroatisch, Sunce. Ah, das ist bestimmt anders aus. Sunce, Sunce. Lettisch, Saule. Slowenisch, Sanse. Sanse. Das war eher Französisch, was ich gesagt habe. Aber ihr seht ja, wie das da geschrieben ist. Mhm. Dänisch, Sol. Flämisch, Son. Italienisch. So, ja. Sonne. Sonne. Wir hätten noch Französisch gehabt. Soleil. Luxemburgisch. Sonne. Und es ist die Sonne. Punkt für Jeanette. Nächste Wortreihe. Da fangen wir mal an mit Finnisch. Kaupunki. Kroatisch. Grad. Slowakisch. Mesto. Norwegisch. Bü. Ungarisch. Varos. Spanisch. Ciudad. Oh. Italienisch. Città. Und Schwedisch. Stad. Janine? Stadt. Stadt. Das ist richtig. Ja, man weiß das irgendwie, aber... Ja, ruhig trauen. Ja. 2:2. Spannend hier. Hier das nächste Wort. Das fünfte. Auf Ungarisch. Oh. Kroatisch. Nos. Rumänisch. Nas. Nas, nas. Isländisch haben wir mal dabei. Und das ist Nef. Finnisch, immer gern genommen. Nene. In Schweden ist Nene Nesa. Auf Slowakisch wiederum ist es Nos. Und auf Englisch ist es Nose. Nase. Nase. Ah. Oh, ey, das ist alles gleich, aber... Da bist du auch das erste, Rumänisch, oh. Ja. Das, da dachte ich, ja, da dachte, das ich dachte Ohr, aber das Ohr wäre zu einfach, aber gut. Ja, Punkt für Janine. 3:2. So. Haben wir eigentlich Slowen, Kroaten zufällig im Publikum, wenn ich irgendwas falsch ausspreche? Meine, viele meiner Verwandten sind aus Ungarn. Die könnten jetzt, wäre schön, wenn ihr hier wärt, Leute. Gut. Ich probiere es mal weiter als Übersetzer hier heute. Und zwar suchen wir einen deutschen Begriff, der auf Kroatisch Kuća heißt. Oder Kuća. Kuća.
Finish. Talo. Polnisch. Dom. Litauisch. Namas. Lettisch. Maya. Spanisch. Casa. Jeanette. Haus. Haus. Auf Dänisch Hus. Und auf Niederländisch Huis. Es ist das Haus. Ist schön, wie beide immer so auf Spanisch-Italienisch Französisch waren. Langsam dahin. Ich glaube, wir müssen öfter nach Finnland. Finnland ist ein super Land. Der Kroatien muss auch sehr schön sein. Ja. 3-3. Weiter geht's. Hier die nächsten Wörter. Was suchen wir? Und zwar auf Türkisch. Kedi. Auf Finnisch. Kissa. Japanisch. Neko. Kissen. Ich hab schon mal gesehen, du hast immer gezuckt. Ja. Das Kissen. Wir gucken mal weiter. Auf Isländisch wäre es Kultur. Ah, das kann sein. Rumänisch. Pisica. Spanisch, jetzt geht's los. Gato. Oh nein, Katze. Ja. Französisch, das könnt ihr wahrscheinlich besser. Scha. Ja. Und Norwegisch Kat. Es ist die Katze. Okay. Ist aber auch wie ein Kissen. Ist, ja, mit, kann man mit kuscheln. Kissen oder Kissen. Kann man auf jeden Fall mit kuscheln, das stimmt. Ja. Aber immerhin riskiert. Ich hab's mal riskiert. Ja, warum auch nicht? Ich hab's immer so. Ich hab's immer so zucken gesehen. Aber ich hätte warten sollen. So, wir sind bei Wort Nummer 8. 11 muss man richtig haben. Oder wer nach 11 Wörtern führt. So, wer nach 11 Wörtern führt, der gewinnt dieses Spiel. Wir haben doch schon Litauen und da heißt das, oh Gott, Schweizde. Finnisch, Täti. Japanisch, Hoshi. Jeanette überlegt schon hier. Ja, das kann. Ich überlege auch. Französisch, Etoile. Janine? Stern. Stern. Spanisch, Estrella. Schwedisch Stjärna, Dänisch Stjärne, Luxemburgisch Ster. Stern ist richtig. Bei Hoshi hat es geklingelt. Eigentlich hätte ich habe schon wieder müssen. Gesehen, ja. Ja, ich muss es einfach machen. Also, 3 Wörter haben wir nur noch. Heißt... Wenn Janine jetzt diesen Punkt macht, egal ob sie es richtig macht oder Jeanette eventuell falsch, dann kriegt ja Janine den Punkt, hat sie dieses Spiel gewonnen. Hier das Wort. Und zwar fangen wir an mit Dänisch. Dreng. Ungarisch. Fiú. Finnisch. Poika. Tschechisch, Schlappek, Italienisch, Ragazzo, Jeanette. Hallo? Nee, oh Gott. Ragazzo. Ragazzi? Ragazzi. Ragazzi. Sag man doch einfach so. Ragazzo. Hallo? Spanisch. Heißt das Hallo? Chico. Ah, Junge. Junge.
Ja, das ist schöner. Schöner. Ragazzo, schöner. Italienisch, Jungen. Junge wäre es gewesen. Oh nein, ich habe vorhin, ja. Somit bekommt Janine den Punkt. 6:3. Da wir nur noch 2 Begriffe haben und ein Höhler vorne. Schöner. Schöner heißt es. Was? Schöner Junge. Ja, so schön. Schöner Junge. Schöner Junge. Ja. Jetzt, ja. Ja. Punkte für Janine Reinhardt. Ich riskiere jetzt nichts mehr. Du hast gesagt, ich soll riskieren. Ich mach's. Also, ja, wieso? Nein, weiter. Hey, ihr Lieben, abonnieren, nicht vergessen, den YouTube-Channel. Nichts mehr verpassen. Nichts mehr verpassen. Wir dürfen nichts verpassen. Also abonnieren. Jetzt.